Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind gerade auf Kultistenjagd, bevor wir die Story weiter fortsetzen. Und einer der Kultisten befindet sich noch auf hoher See. Und wir sind jetzt kurz davor, sein Schiff zu attackieren. Aber vorher werden wir natürlich noch von Piraten angegriffen. Bruder ins Wasser! Volle Pulle! Zack! Jawohl, sehr gut. Und noch einmal volle Kanne drauf. Yes. Perfekt. Zack. Und nochmal. Huch. Ich wollte schon sagen, warum haben sich unsere Schiffe gerade so perfekt nebeneinander gestellt? Als ob ich schon das Entern eingeleitet hätte, was ich noch nicht getan habe zu dem Zeitpunkt. Egal. Hi, Oktopus. Bei Oktopus. Wow. Alle Hinweise entdeckt, Kultist des Kosmos. Sehr gut. Damit haben wir den Anführer von den Leuten entdeckt, die wahrscheinlich allesamt zur See gefahren sind und nur dort zu finden sind und zu bekämpfen sind. Soll mir recht. Jawohl. Gut gemacht. Zack. Und die letzte. Yes. Das war wieder eine ordentliche Beute. Sehr schön. Frage ist, könnten wir jetzt theoretisch eine Schnellreise machen, bevor eines der anderen Schiffe uns entdeckt? Ja, Schnellreise ist verfügbar. Sehr gut. Das ist natürlich praktisch. Okay, na dann. Ist ein Schiffsführer, jung, segelt gen Westen, wird als vielköpfig beschrieben. Der weiß es in der Nähe von Messenien. So, an den Hai, an Melanthos, an den Oktopus. Oktopus, mein Vater entsendet Schiffe, damit sie in Anafet zu dir stoßen. Verstärkung wird Pevkin nicht erreichen. Du hast mein Wort. Mein Vater hat nur eine einzige Bitte, eine Antwort auf eine Frage. Unser Weiser wurde zuletzt gesehen, wie er nach Westen segelte, und zwar allein. Wenn ihn irgendwer versteht, dann du. Wo will er hin und warum? Wir sind die Wellen M. An Sokos? Unser junger Weiser verlangt, dass wir den Schwert... Achso, nee, das hatte ich schon. Ja, dann werden wir den natürlich enthüllen. Diejenigen, die den Kosmos nicht fürchten, können lernen, unter den Wellen zu atmen. Ja, bei den vielen Köpfen habe ich mir schon fast gedacht, dass es die Hydra sein könnte oder jemand, der sich Hydra nennt. Hydra, der Vielköpfige, stach dem Kosmos durch seine schiere Bösartigkeit ins Auge. Er war eigentlich nur ein einfacher Schiffsführer, riss jedoch das Kommando an sich und massakrierte und versenkte jeden, der sich ihm entgegenstellte. Er vereinte die Flotten des Kults und seine sogenannten Götter der Ägäis, bis die Seeleute, die von ihnen wussten, sie mehr fürchteten als die wütendsten Stürme, die Poseidon sandte. Diese Furcht war das Geschenk Hydras an den Kosmos. Kosmos. Alles klar, wo können wir den Drecksack finden? Der wird wahrscheinlich auch irgendwo, ja, da mitten im Westen sein. Eieiei, da werden wir eine ganze Weile brauchen, um den zu erreichen. Selbst wenn wir von hier, von diesem Hafen aus losfahren. Aber wozu bin ich in der Lage zu schneiden, um euch diesen langen Weg zu ersparen? So, da sind wir im Prinzip schon fast bei ihm. Wir zeigen ihn, wozu wir fähig sind. Zack. Wir begrüßen ihn mit einem sanften Kopfstoß unseres Schiffes. So, Della. Sehr gut. Die pfeifen schon aus dem letzten Loch, Leute. Jawohl. Sehr gut. Perfekt. Hallo, Kultist. Nice. Schon ist er weg. Gorgoneion Xiphos, ein legendäres Schwert. Und das Flüstern des Geistes an Hydra. Sehr gut.
Sehr gut. Oh, Lemnos. Der ist auch schnell weg. Oh, wir haben eine neue Gravur freigeschaltet. 5% auf irgendwas. Habe ich jetzt nicht rechtzeitig gelesen. Oh, oh, boah, das war knapp. Habe mal wieder nicht auf meine Gesundheit geachtet. Okay, dann plündern wir wieder alles. Boah, ganze 4 Truhen gibt es hier. Welch ein Luxus. So, nice. Sehr gut. Upsala. Na, mein Mannschaftsmitglied versperrt mir den Weg. Meuterei ist das. Okay, krass. Damit hätten wir auch diesen Kultisten ausgeschaltet, der wirklich am Arsch der Welt gewesen ist im Prinzip. Puh. Alles klar. So. Neuer Hinweis. Der Geist ist eine Frau. Naja, das habe ich auch schon anhand der Maske vermutet. An die Hydra. Du hast die Wellen in Brand gesetzt, wie der Kosmos es befohlen hatte. Doch bald wird Frieden einkehren. Wenn es soweit ist, musst du über deine verfehlte Ambition hinauswachsen, um über die Meere zu herrschen. Stelle dir die Welt vor, die der Kosmos mir gezeigt hat. Niemand wird segeln, der nicht unter dir segelt. Dir wird die See gehören und mir das Land. Und als König und Königin werden wir über die gesamte Welt gebieten. Ey, die erzählt ja jedem einfach nur das, was der oder diejenige hören will. Das ist ja unfassbar. Der Geist ist so eine manipulative Bitch. Kann ich jetzt gerade nicht anders sagen. So, kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Ach, dann nur kann ich gegen ihn kämpfen. Auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Wo ist denn Achaia? Ah, hier. Ich soll für Athen kämpfen, ist also quasi für Athen erobern. Alles klar, es ist allerdings gefestigt. Mit anderen Worten, das wird eine Weile dauern. Alles klar, dann setze ich mal wieder einen kurzen Schnitt, bis ich soweit bin. So, ein paar Soldaten töten, ein paar Kriegsvorräte verbrennen und schon ist der Staat angreifbar. Mehr brauchen wir ja an dieser Stelle nicht. Okay, wir sollen auf Seite von Athen kämpfen. Genau im richtigen Moment. Willst du dich uns in der Schlacht anschließen und diese spartanischen Hunde vernichten? Ja, muss ich sogar, wenn ich den Kult komplett zerstören will. Mein Speer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Und nun auf zum Sieg. Let's go. Dauert natürlich schon seine Zeit, mindestens an die 15 bis 20 Minuten. Aber, ja, vom Schwierigkeitsgrad her ist es sowieso nicht allzu hoch. Ihr kennt das ja, sich unsichtbar machen durch nix Schatten. Von Soldat zu Soldat schleichen, fertig. Dank meiner Rüstung und ihrer besonderen Fähigkeit ist das Ganze ziemlich leicht abzuhaken. Okay, wo ist jetzt ein Hauptmann? Ich laufe erstmal rum, bis einer erscheint. Da! Na toll. Sehr gut. 20 spartanische... Gegen spartanische Soldaten. Oh. Okay, zugegeben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Skill, den ich großartig weiterentwickeln möchte. Zum einen natürlich, weil Sparta. Zum anderen, ja, ich will mich jetzt nicht nur auf spartanische Soldaten sozusagen fokussieren, was den Schaden angeht. Ne?
Das ist auch neutral betrachtet eine schlechte Idee, weil, ja, ich werde natürlich nicht den Rest des Spiels über nur gegen Spartaner kämpfen. Da werden wahrscheinlich auch Athener dabei sein und bei denen ist dieser Schadensbonus dann nicht dabei. Da ist es besser, den Schaden im Allgemeinen zu erhöhen, anstatt ihn nur gegen bestimmte Gegner zu steigern. Hi! Behalte deinen Kopf als Trophäe! Da ist er. Töte den feindlichen Helden. Huch! Wo ist er denn? Ach da. Pallas der Schweigenbringer. Da ist er. Kultist. Och, und schon wieder macht die Kamera, was sie will. Hey, zieh dich jetzt bloß nicht zurück, du Bastard. Bald ist er down. Oh oh, jetzt. Ja. Alter, ernsthaft? Wie lang ist denn seine scheiß Combo? Miese Sau. So, jetzt reicht's mir mit dir. Helm des Achilleus. Jawohl. Kultist besiegt Pallas der Schweigenbringer. Ah, da hinten ist noch irgendein Hauptmann, der ganz friedlich am Schlachtfeldrand chillt und hier ist einer mitten im Gefecht. Huch, was ist denn jetzt los? Na, der andere Hauptmann hat sich jetzt auch ins Getümmel gestürzt. Kleobis. Sehr gut. Schlagen wir sie in die Flucht. Komm schon. Jawohl. Und jetzt Agenor kommt als nächstes. Zack. Jawohl. Sehr gut. So, das war's. Sparta ist in die Flucht geschlagen. Nice. So, Athen hat Sparta erfolgreich besiegt. Der Staat Achaia steht nun an der Seite von Athen. Abgeschlossene Heldentaten, Pallas der Schweigenbringer wurde getötet, 19 Soldaten und 7 Hauptmänner getötet. Sehr schön. Und ja, ich weiß, ich habe gerade davon gesprochen, dass ich nicht den Schaden gegen Athener Spartaner erhöhen will, obwohl ich gerade gegen Spartaner kämpfe. Quest abgeschlossen, die Helden des Kults. Sehr gut. Stufenaufstieg 60, jawohl, ja. Ein Neuanfang, neue Quest. Huch, wie jetzt? Was für ein Neuanfang, was ist das denn jetzt für eine Mission? Nur noch ein Kultmitglied war übrig. Es war Zeit für Alexios, seinen Schwur zu erfüllen. Um es zu finden, musste er dorthin zurück, wo er von ihm erfahren hatte. An den Ort, an dem alles begann. Ist nicht wahr? Okay, ich dachte, das wäre nicht möglich, bevor wir Deimos töten. Von wegen. Ich meine,
Deimos töten möchte ich natürlich vermeiden, aber ich dachte erst, wenn wir Deimos quasi überzeugt haben, auszutreten, sofern das noch möglich ist, dass wir erst danach den Chef oder die Chefin herausfordern können. Aber guckt euch das mal an. So schön alles aufgeräumt hier. Ob wir dann schon die Trophäe dafür bekommen, alle Kultmitglieder getötet zu haben? Jage alle Weisen, um den Geist zu enthüllen. Ja, den letzten Weisen haben wir ja noch nicht. Und der letzte Weise ist ja Deimos. / Cassandra. Sollen wir jetzt schon die Chefin vom Kult herausfordern? Bevor die Story abgeschlossen ist? Was ist eigentlich jetzt mit der anderen? Wo alles begann? Zornig und kampfmüde kehrte Alexios nach Sparta zu Myrin zurück. Seine Feinde hatten viele seiner Liebsten getötet und nun war es Zeit, sich seinem größten Feind zu stellen, seiner Vergangenheit. Dafür bekommen wir scheinbar sogar ein ganzes Set als Belohnung, so wie ich das da unten sehe. Gleich 4 Rüstungsteile. Verbessere den Speer? Kann ich jetzt schon machen? Bevor ich den Weisen herausfordere? Also brauche ich scheinbar das letzte Stückchen vom Weisen nicht. Das ist ja krass. Dann kommt die Konfrontation und die Auslöschung des Kultes tatsächlich früher als gedacht. Nicht schlecht. Finde ich gut. Und sogar unseren Speer können wir deutlich eher upgraden, als ich dachte. Puh, alles klar. Ja, dann werden wir unseren Speer natürlich nach Möglichkeit sofort verbessern, damit wir maximal vorbereitet sind für das, was noch kommen wird. Und ich, schlauer Fuchs, habe es natürlich hingekriegt, mich zum falschen Ort zu teleportieren. Das hier war doch das Versteck des Zyklopen, oder nicht? Oh, und ich wollte eigentlich hierhin, zur uralten Schmiede. So, dann verbessern wir mal das Teil und sacken die dazugehörige Trophäe ein. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Zu schade. Ich hatte gehofft, der Speer länger werden würde. That's what she said. Silbertrophäe, wiederhergestelltes Erbe habe ich gerade erhalten. Speer verbessert. Sehr gut. Aber naja, dann würden wir den Speer selbstverständlich nicht mehr so gut als Wurfwaffe einsetzen können. Von daher, naja. Ich denke, es macht einigermaßen Sinn, dass der Griff nicht weiter gewachsen ist. Alles klar. So, dann widmen wir uns als nächstes der Quest Ein Neuanfang. Oder? Nee, wo alles begann. Ach nee, wo alles begann ist, gehört quasi zur Story. Zum letzten Kapitel. Ein Neuanfang scheint mit dem Kult an sich abzuschließen. Na dann, let's go. Die Rückkehr nach Phokis. Ach, ist das lange her, dass wir hier gewesen sind. Erinnert ihr euch noch? Wir haben das Orakel von Delphi befragt, haben herausgefunden, dass das Orakel von Delphi in ihren Vorhersagen immer den Kult begünstigt hat und von ihm beeinflusst worden ist, wodurch wir dann überhaupt auf das erste Kultmitglied gestoßen sind. Und mit einer Kultkluft, also einer Kultistenkluft, konnten wir uns dort hineinschleichen. Aber jetzt nehme ich mal an, wird Alexios sich nicht weiter verstecken und einfach in seiner normalen Montur in das Versteck eintreten. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wer ist in Wirklichkeit die Chefin? Wer führt den Kult des Kosmos an? Wer ist der Geist? Was? Nee, ne? Soll... Okay, das soll scheinbar so eine Art Trick sein. Ich dachte schon, unsere eigene Mutter, das darf doch nicht wahr sein.
Alexios. So hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Du bist ein Held. Doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt und Freiheit. Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab. Repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Alexios. Du musst wieder dieser Held sein. Oh, Gänsehaut, Leute. Nicht nur, dass Pythagoras wieder aufgetaucht ist. Dieser Zusammenschnitt aller Assassin's Creed-Teile bislang. Nun, du hast es also gesehen. Was? Es ist wunderschön. Nicht wahr? Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot. Oder so gut wie. Was? Es ist wahr, ich war ihre Anführerin, aber nur für einen kurzen Moment. Als deine Schwester auftauchte, hat das all unsere Pläne umgeworfen. Alter. Oh, verdammt. Das darf nicht wahr sein. Du warst ein Teil von ihnen? Ein Teil des Kults? Die Mächte der griechischen Welt trafen in unseren Augen die falschen Entscheidungen. Der Kult wollte einen Neuanfang. Durch Korruption und Geld an dem Blut klebt? Sie töteten Menschen in einem selbstverursachten Krieg! Kriegstreiberei war eine ihrer Methoden, gewiss. Aber von uns gesteuert, bis es außer Kontrolle geriet. Und das gefiel mir ganz und gar nicht mehr. Hm. Ich dachte, Dimos stand auf eurer Seite. Nicht so, wie wir es wollten. Wie du weißt, kann man sie nicht kontrollieren. Sie hat sich an das Steuer vorgearbeitet und hatte plötzlich mehr Macht als ich. Malaka. Du warst also hinter uns her. Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Dimos. Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch. Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Okay, wir können sogar eine Romanze eingehen? Oh Mann, okay, also mit anderen Worten, so wie der Kult mittlerweile ist, das war nicht ihre Schuld, sondern die von Dimos irgendwie... Fällt es mir sehr schwer, das zu glauben, um ehrlich zu sein. Pardon, kurze Unterbrechung, aber tja, dass sie genau wie die anderen ist, möchte ich an der Stelle nicht sagen, denn das ist sie definitiv nicht. Ja. Ich muss das erstmal verarbeiten. Aber ich weiß, du hattest gute Absichten. Das war sicher keine Lüge. Nein, ich dachte, ich könnte die Kontrolle behalten, aber ich habe mich überschätzt. Es lief aus dem Ruder. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt. Die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Dimos und all jene aus deiner Blutlinie.
Du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt. Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt. Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment. Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Es war gut, dass er nichts wusste. Du hast sein Vertrauen missbraucht. Puh, schwierig. Naja, Du hast fragwürdige Entscheidungen getroffen. Aber diese war wohl die richtige. Du kanntest ihn. Er war ständig in Sorge um das Befinden der griechischen Welt. Das Wissen hätte ihn umgebracht. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Regel. Einen Traum, den ich wahr mache. Noch ist es ein Traum und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt. Stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, das passiert. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ach, ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Ich bin hier, um dich zu töten. Wir müssen das Artefakt zerstören. Ich meine, sie wirkt nicht gerade so, als wäre sie großartig wahnsinnig, also... Ich bin eher dafür, das Artefakt zu zerstören und sie tatsächlich zu verschonen. Oder? Ich bin mir unsicher. Ich meine, wir haben ja im Kult teilweise ihre Briefe an die verschiedenen Anführer gesehen. Wie sie ihnen quasi alles versprochen hatte, was sie wollten, zugegeben. Vielleicht hat sie das auch nur deshalb getan, um weiterhin an der Spitze zu bleiben und damit sie nicht am Ende von ihren Untergebenen getötet wird. Von daher, das könnte am Ende auch nur eine Überlebenstaktik von ihr gewesen sein, um noch einen Kult unter Kontrolle zu halten, den sie theoretisch längst nicht mehr beherrscht. Ich tendiere tatsächlich eher zur unteren Option. Ja, ich glaube, ich nehme die untere Option. Du solltest gehen. Führe deine neue Republik. Ich werde nicht führen. Wir brauchen jemanden mit dem Wissen eines Philosophen und der Weisheit eines Königs. Das ist viel verlangt heutzutage. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Alexios. Du tust das Richtige. Das versuche ich immer zu tun. Dann verfolgen wir dasselbe Ziel. Alexios, du hast noch viel zu tun, mein Kind. Alexios! Ein Sturm zieht. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm. Es dämmert. Okay. Damit hätten wir das abgehakt, aber ich nehme stark an, die Trophäe dafür, dass ich alle Kultistenmitglieder getötet habe oder besiegt habe, bekomme ich noch nicht, denn schließlich ist ja immer noch... Oh nein, doch! Ich bekomme gerade die Silbertrophäe, ein demaskierter Kult. Ja, nice!
Die Tochter des mächtigen Axiochos aus Milet kam auf die denkbar unwahrscheinlichste Art an Macht und Reichtum. Sie verliebte sich. Doch über Perikles und die Herzen und Köpfe aller Athener zu gebieten, reichte ihr nicht. Ihre Ambitionen waren größer. Sie wollte alles wissen. Sie wollte über alle gebieten. Alles andere war ihr bei weitem nicht gut genug. Krass, obwohl theoretisch immer noch unsere Schwester übrig ist, habe ich die Trophäe bereits bekommen für das Vernichten des gesamten Kults. Auch gut. Irgendwie. Naja. Gut, die goldene Statue. Eine kleine Statue aus purem Gold. Was genau bringt mir das? Ist einfach nur ein nettes Mitbringsel, oder wie? Verkaufen kann ich die ja ein... Nee, doch, kann ich! Oder... Hier ist die auch. Hä? Wieso ist sie sowohl als Questgegenstand als auch als Handelsgut hier eingeordnet? Merkwürdig. Naja, sei es wie es sei. Damit haben wir zwei Silbertrophäen unser eigen genannt. Zwei weitere Trophäen verdient auf dem Weg zur Platin. Jetzt ist theoretisch nur noch eine Trophäe übrig. Nämlich die dafür, dass wir den letzten Story-Akt, Akt Nummer 9, beenden. Und der beginnt mit der Mission, wo alles begann. Okay, ich habe das dumpfe Gefühl, dass das eventuell sogar schon die letzte Mission sein könnte, die finale Story-Mission. Denn ich habe das Gefühl, wo alles begann, das könnte auf den Ort anspielen, wo Alexios damals als kleines Kind den Priester zusammen mit seiner Schwester den Berg hinuntergestoßen hat. Eventuell müssen wir jetzt dorthin zurückkehren. Und deswegen, bevor wir diese Mission machen, würde ich gerne an dieser Stelle schon den Part beenden. Denn diese Mission wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Und dann kommen ja noch die Credits, wahrscheinlich zumindest. Und danach werde ich noch ein kleines bisschen über das Spiel reden, denn danach haben wir ja die Platin theoretisch erreicht. Dementsprechend, Leute, würde ich an dieser Stelle für heute gerne Schluss machen. Und dann wird der nächste Part voraussichtlich das Finale sein. Also dann, mit diesem wunderschönen Abschlussbild, das sieht doch herrlich aus, oder? Mit den Bergen im Hintergrund, Alexios mit Ikaros auf dem Arm, herrlich. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.